Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von Towns, die zweite Staffel. Jo, sind wir drinne im Spiel und wir dümpeln vor uns hin. Die Dächer werden langsam zugemacht. Wir brauchen aber definitiv noch mehr Happiness. 9, 10. Der Geist, der macht uns bestimmt nicht happy. Nur mal gucken, wie wir da hinkommen. Dekoration. Das soll das Zauberwort sein, das der Michael ja schon ewig gebeten hat, dass ich das machen soll. Dann wollen wir doch mal Dekoration machen. Die Kerzen sind auch schon Dekoration, aber ich weiß nicht. Stellen wir doch mal hier einfach ein paar Hafen hin. Hier arbeiten die doch immer, ne? Tja, hier draußen. Jetzt habe ich natürlich die Shift-Taste nicht gedrückt und habe nur eine Harfe gebaut. Da geht nicht. Da sind zwei Mehlsäcke. Da geht. Wäre natürlich schön, wenn die vielleicht andersrum stehen würden, ne? Ja, an den Türen, da gehen die auch immer rein und raus. Macht dann auch Sinn. Komm, dann machen wir erstmal hier unten eine Harfe hin. Und jetzt ist die Shift-Taste wieder weg gewesen. Da eine hin. Da sind schon welche. Wir können da eine hinmachen und hier natürlich auch welche. Weil dann arbeiten die ja neben dem. Jetzt kommt eine Karawane gerade rein. Na, das war jetzt das Falsche, sondern wir müssen hier machen. Und... Ne, da war nichts. Da werden schon Türen gemacht. Stellen wir hier noch ein paar Hafen hin. Da auch. Hier draußen war keine. Da müssen wir mal gucken, dass wir da was anderes hinstellen irgendwie. Outdoor Decoration. Was machen wir da? Ich denke mal, wir machen hier überall so ein paar Blumenbeete zwischen. Vielleicht wird es dann mal besser. 14 ist schon. Obwohl es dann nicht passend ist. Gut. Hier unten. Wo laufen die überall lang? Gute Frage, ne? Da. Ja, da ist jetzt der Händler gekommen. Den gucken wir mal gerade rein. Die Türen werden natürlich nicht schlecht. Dann brauchen wir die nicht machen. Floodgate. Ja. Nichts. Ah, das ist hier Deko. Die drei Hafen natürlich auch. Chest. Barrel. Nehmen wir alle mit. So, was will der haben? Grünen Schleim kann er haben. Roten Schleim kann er haben. Und... Da ist noch ganz viel Dreck, den kann er auch haben. Tausende. Weiter geht's nicht. Steine. Ja, da tragen die sich schon mal zu Tode eigentlich. Ne? Da müssen wir vielleicht was dezimieren. Die Türen können wir selber machen. Eigentlich können wir ja alles selber machen. Die Piepvögelkäfige vielleicht nicht. Komm, das brauchen wir alles nicht.
Passt. Laufen lassen. Läuft schon. Okay, Deko haben wir noch weiter gemacht. Da kommt schon eine Tür angelaufen. 15 ist die Happiness. Da ist Deko. Da bringen sie ihm den grünen Schleim. Käfig hat er schon hingestellt. Das ist doch wunderbar. Können wir auch gleich aufstellen, denke ich. Die waren hier, ne? Oder? Ja. Da könnte ein Käfig hin. Ein Piepvogel meine ich natürlich. Hier neben der Tür machen wir auch einen hin. Kommen sie auch vorbei. Da hinten haben wir schon was gemacht. Hier könnte noch einer hin. Und dann haben wir glaube ich keinen mehr, aber wir können trotzdem noch einen hinmachen. Da unten wird gegen den Geist gekämpft. Hat geklappt, wunderbar. Ja, der erste Käfig steht da schon. Happiness ist aber gerade gefallen. Ja. Getreide waren auf beiden Seiten, dann wäre das hier eigentlich hinderlich, ne? Aber das lassen wir jetzt da mal. Was können wir noch machen? Schachspiel im Essraum. Haben wir schon eins. Und zwei Sessel. Wo sind die denn? Die sind hier unter Furniture, oder? Genau so ist es. Da einen hin. Und den anderen da hin. Gut, der Sessel kommt, der erste. Da haben wir noch einen, der wird auch schon geholt. Wunderbar. Hier müssen wir noch selber einen bauen wohl. Harfen sind auch noch da, die können auch hingebracht werden. Moin. Gut. Hier muss noch ganz viel gebaut werden. Ja. Da ist sogar schon eine Harfe hingekommen, auch prima. Das Mehl müsste irgendwo eingelagert werden. Das könnte da eingelagert werden, macht aber auch keiner. Happiness ist auch noch nicht gestiegen. Hier sollten wir vielleicht nochmal, aber wir können gerade erstmal ernten. Und hier unten war auch bestimmt noch die Ernte möglich. Dahin, dahin. Und die müssen natürlich auch den ganzen Dreck da übertragen, ne, oder? Macht das überhaupt einer? Wo ist der Händler? Schon weg? Nö. Happiness ist 9. Wir haben einen Helden sogar. Es ist Nacht. Es wird gegessen. Dekoration. Außen. Wood, Stone, Bush or Pine Tree. Okay. Tja. Da brauchen wir Gold. Brauchen wir hier nix. Drehen wir mal um in die Richtung. Und
drehen wir nochmal um in die Richtung. Die können sich auch gegenüber sitzen dann, ne? Dekorationen. Es ist ein Held gekommen. Happiness ist bei 12. Hier unten können wir noch irgendwie was machen, oder? Goblin Head, haben wir die schon? Ich weiß nicht. Ich schätze mal nicht. Da unten brauchen wir Silber. Aber da können wir ja irgendwie schnellstens rankommen, oder? Würde ich mal sagen. Gut. Happiness ist schon 14. Hatten wir, glaube ich, lange nicht mehr. Macht wahrscheinlich was aus, diese drei Sachen hier schon drin zu haben, ne? Gut, 14. 22 brauchen wir aber. Und sie laufen und holen den Dreck für ihn. Okay, das passt auch. Hatte ich schon eine Stufe schneller gemacht? Ich glaube ja, ne, oder? Jetzt haben wir es auf jeden Fall. 13. Mehr Deko. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Drinne. Indoor. Chest. Ja, da liegt eine tolle Kugel. Da, Kisten haben wir hier auch drin. Oh, ich glaube, das Spiel steht gerade. So, noch ein paar Kisten hier hin. Ah, da ist vielleicht schon was gewesen, aber jetzt ist auch egal. Haben wir einen Angriff oder was haben wir? Ja. Zwei Spinnen, okay, das soll nicht die Gefahr sein. Weiterlaufen lassen. Und beachten brauchen wir das auch nicht, ne? So. Ja, Indoor heißt auch hier unten vielleicht, oder? Hier ist ein Treppen, da machen wir doch an den Treppen mal was hin. Professor. So. Da kommen die zwei Spinnen. Da lief aber schon einer hinterher, der hält. Alles gut. Happiness 10. Okay, die müssen ja jetzt auch erst wieder was machen, ne? Dass das was wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, dass es vielleicht direkt neben denen steht oder sowas. Schauen wir mal. Können ja auch ein paar dekorative Fässer hier hinstellen, ne? Irgendwo ist einer gestorben, aber nicht von mir, oder? Doch, der Held. Wir hatten ja zwei davon. Was kriegt denn hier unser Händler noch? Nur noch den Dreck und das 74 Mal. Das ist ja auch schon mal was, ne? Jo. Gut. Würde ich jetzt sagen, machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.